Hallo, herzlich willkommen zum Losers Bracket Top 32 von der Dative Series. Ich glaube, mittlerweile ist sogar schon Top 16, so wie ich es gesehen habe. Ja, ja. Also. Oh ja, stimmt, das sind die Qualifikationsgames für Top 8 jetzt. Oder? Auf jeden Fall, das wird jetzt hier eine wilde Geschichte werden. Was ist eigentlich mit dem anderen wichtigen Game? Für die Leute, die es gerade nicht wissen, gerade spielt ja der gute Samu gegen Mr. A und er führt gerade 2-0, hat das letzte Game gerade eben mit einem Timeout gewonnen und das ist gerade sehr spannend. Extrem spannend. Ja, wir versuchen es gerade so ein bisschen als so ein Zeitding hier zu haben, damit man uns hier, sag ich mal, sehen kann für uns noch, weil es gerade echt zu wild gerade ist. Ich kann mal schauen, aber ich... Oh, wait, what? Oh, okay. Ah, der Mr. R führt gerade 2-1. Ich glaube, wir müssen uns jetzt aber auch auf dieses Set hier konzentrieren, tatsächlich. Das glaube ich auch, ja. Also. Wir beten einfach dafür, dass Samu gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Und ja, erstmal schöne Grüße an den Chat. Grüßt euch alle. Wir freuen uns, dass ihr euch freut, dass wir kommentieren. Das auf jeden Fall. Und das wird auch eine spannende Begegnung. Ich meine, Duckhunt gegen Rob, wann sieht man das denn überhaupt? Sehr häufig in Österreich, weil Sitz und natürlich gegen Squirrel sehr, sehr häufig in den Turnieren geht. Österreichisches Klassik-Matchup. Eigentlich ja. Ja. Ich frag mich, ob Long jemals in seinem Leben gegen Duckhunt gespielt hat. Also wir haben in Deutschland ja eigentlich nicht wirklich viele Duckhunt. Es gibt in den Niederlanden gibt es noch einen ganz guten Duckhunt. Ja, den Paint war das, glaube ich. Genau, den Paint. Und wir haben noch Yüzel ansonsten. Der ist, glaube ich, auch in Deutschland. Wir sind sicher, aber er attendet, glaube ich, nicht viel offline. Ja. Und es gibt auch den Tikito. Und der Long, der war ja letzte Wochenende bei TGM Unlimited. Ja. Und da war der Tikito auch. Vielleicht haben die beiden ja auch gespielt, wer weiß. Ah, okay. Es geht gerade los, Es geht los, ja. Und ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Squirrel hier ausnutzen kann, dass er sehr viel Matchup-Experience hat. Auch wenn Long und Syntro sehr unterschiedlich spielen. Das stimmt. Also ich hab auch gegen Syntro gepracticed, bevor ich ja gegen Long gestern gespielt habe. Ja. Und man hat gemerkt, so die Art und Weise, wie Long so seine Nair-Space so, ist halt ganz anders. Also er nutzt das halt wie, als wäre diese Nair so ein Schwert, diese Düse quasi. Ja, ja. Ja. Also Long landet sehr, sehr viel mit Nair und da muss man sehr gut parryen können, um da auch Counterplay zu machen. Oh ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Skrill versucht das so ein bisschen so, weißt du, ein bisschen auszutricksen mit seinen hier Projektilen, ein bisschen herumnerven, dies und das so. Schmeißt den Beyblade bis durch die Gegend, um ein bisschen was hier durchrichten zu können. Ja, ich glaube, das Matchup so, wenn Rob wirklich keinen Gyro hat, ist es ganz, ganz schwer, weil die Specials von Squirrel sind, also die Specials von Duckhunt sind extrem oppressive in dem Matchup und Rob hat dann nicht viel, was er dagegen machen kann. Ja, ich sehe auch gerade, generell, wenn er so diesen Gyro hat, dann hat er nochmal ein Tool mehr zum Zone quasi so auch. Ja, genau. Ja. Und vor allem, wenn Rob cornered ist, hat er ganz, ganz große Probleme, da rauszukommen, weil Rob, naja, Probleme zu landen aushält mit Nair. Ja, auf jeden Fall. Und zum Glück für Squirrel connected die Up-Air nicht. Aber es ist auch andersrum. Ich glaube, auch Duckhunt kann sich nicht gut aus der Kontrolle. Oh, der Miss in das war's, glaube ich. Ja, das war's. Ja, das war's. Weil er zu lange ihn im Grab halten kann und dann die Tin holen kann. Und ich covert alles. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe das Gefühl, so Long, also generell so Rob kann ja auch Duckhunt sehr früh, okay, mit den Edgecast mit Downer zum Beispiel. Oder geht einfach runter mit Fair, das ist auch eine Möglichkeit, weil Fair ist auch gefühlt noch ein Schwert so. Ja, und dann auch dieser Beyblade, beziehungsweise einfach so diese Präsenz, die Rob einfach teilweise hinlegen kann, wie die Early Kills. Ja, das ist key in dem Matchup, Duckhunt zu Edgeguarden. Wenn man Duckhunt nicht Edgeguardet, dann ist das Matchup automatisch losing, Gefühl. Dann spielt man einfach nicht das Duckhunt-Matchup so. Ja, ganz genau. Ja. Duckhunt hat eine der schlechtesten Recoveries im Game. Auf jeden Fall. Und das Einzige, was er machen kann, ist mit der Dose. Sich verteidigen, aber das hat auch seine Grenzen. Wenn man das übt und sich Strategien dagegen entwickelt, kann man auf jeden Fall dagegen eine Menge machen. Das stimmt auf jeden Fall. Es ist auch sehr gerade zu sehen, wie Scurry einfach einen kompletten Stocklead gerade geholt hat. Einfach, er hält sich einfach sehr gut im Center Stage und misst den Tag. Misst den Tag into Down Smash. Long dreht sich schön im Kreise und wird gleich von der Kerne getroffen. Oh, hat es gerade aus der Warden können. Ja, das ist das Ding so. Was sehr gut helfen kann, ist dieses DI nach oben. Das ist extrem gut, um sowas zu warden teilweise. Ja, definitiv. Oh, man hört gerade, wenn ein paar Leute schreien. Samu führt gerade gegen Mr. R und gewinnt. Er on the top auf Carlos. Oh, egal. Gut, dass wir das falsche Match kommentieren. Weiter geht's. Also auf jeden Fall. Longy auf jeden Fall kriegt es auf jeden Fall zumindest hin, seinen Stock lang zu halten, aber dafür muss noch ein bisschen was bei Squirrel hier durchziehen. Nein, die Side-B! Ich glaube, die B-Reverse, die er machen möchte. Das war ein B-Reverse Gyro, das war safe. Schöne Fair, aber wurde gecatcht. Ja, Long mit hier ein paar untypischen Missinputs, die jetzt zweimal gekillt haben. Da kann nämlich eigentlich große Kill-Probleme, das heißt, man kann auch mit 170%, 150%, 60% auch nochmal Openings finden, um dann nochmal Brutprozente zu machen. Das heißt, stimmt. Duckhunts Leads sind nicht so viel wert wie bei anderen Charakteren. Das Ding ist, der einzige Punkt, wo Duckhunt wirklich gefälscht bei High-Prozent ist, ist ein Ledge-Trapping. Ja. Oh,
Oh, okay, warte. Und oh, oh. Samu gewinnt das Set gegen Mr. Oh, krass. 3 Set. Ja. Oh mein Gott, ich muss Samu später drücken. Das ist ja wirklich viel zu insane. Ja. Yo, let's go. Okay, scheiße, falsch Switch. Nee, das ist einfach zu wild gerade auf jeden Fall. Abseits davon, yo, ich sehe gerade, Squirrel macht die einigen Damage an Long. Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde er wahrscheinlich das erste Game gewinnen. Mhm. Hier auch gerade, oh, mal unsafes Landing mit der Nähe hier auf jeden Fall. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass Squirrel auch Erfahrung hat in dem Matchup. Ja, er merkt, wie, welche Position er halten muss, wo Rob Probleme hat. Jetzt kommt der Regrab, ja, und wieder einfach die Safe Pressure mit der Can, ja. Aber das Long Ding, arbeitet sich raus. Ja, ja, das Ding ist, Long hat manchmal so Cracked Arrows, die funktionieren können, aber die sind in der Form auch so relativ unsafe. Also er kann dadurch gerne mal durch so eine Can getroffen durch eine Abwehr oder so weiter. Ja. Und das kann ihn auch einfach killen. Und gerade jetzt in seiner Position ist Long nicht wirklich jemand, der committen sollte unbedingt. Vor allem jetzt so eine. Oh, das war ein schönes Ledge-Trick mit dem Gyro gerade. Also. Auf jeden Fall. Aber der Downswitch killt. Und jetzt ist es gefährlich für Skrull, einfach, weil ja. Rob kann immer auch early killen. Und es ist nicht so einfach für Skrull, ihn hier zu killen. Also er muss schon muss einen Grab finden mit dem Tin-Setup, mit dem Can-Setup. Oder ähnliches. Und Long arbeitet sich hier zurück. Oh, und die Fair? Oh, hätte das connected, wäre es sehr, sehr ugly geworden. Auf jeden Fall. Okay, das jetzt, ich glaube, das cycle, glaube ich, True mit den Gunmans, oder? War das RNG? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist RNG. Ah, okay, gut. Aber es gibt halt nur diesen, genau dieser Dicke, das ist der Einzige, der so richtig killen kann, so. Nee, der Cowboy ist der Einzige, der killen kann. War das? Ich glaube, es war der Dicke. Ja, der weiße Cowboy ist es, ja. Ah, der weiße Cowboy, okay, okay. Ja, ja, ja. Also der knockt dich nicht weit weg. Und, okay. Ja. Aber anscheinend wurde er jetzt letzten Endes halt weggeklatscht, hat das erste Game jetzt verloren, aber dennoch die Pirouetten, um den Stock hier mal abzuziehen bei Squirrel, waren immer auch sehr, sehr schön auf jeden Fall. Long auf jeden Fall, sieht immer auch sehr composed aus, denkt sich so, okay, komm, es ist Best of 5, erstes Game, ich nehme ein bisschen mit, bisschen Information, so. Ist ja wichtig in solche Sonder-Matchups, weißt du, sobald du musst erstmal so drauf klarkommen, wie so der Pace ist, wie so dieses Game ist, so wie man um diese Projektile rumtanzen muss auf jeden Fall. Ja, und das besteht halt, wie gesagt, einfach ein großer Vorteil der Matchup-Experience und das auf heißt, wenn Long jetzt ein bisschen lernt, in dem Matchup, kann er auf jeden Fall noch einiges. Das sind auch, ich finde, Sonder-Matchups sind actually auch Matchups, die du teilweise sogar im Match teilweise lernen kannst, weil die sind sehr slow-paced meistens und das gibt immer so ein bisschen Zeit zu schauen, okay, was kann ich machen, dies, das, kann ich reindashen, oh nein, das klappt nicht, okay, das nächste und dann kann das mal passieren, dass vielleicht auch so ein, ich werde zerstört, die ersten zwei Games zu einem Reverse VO geht. Das kann alles passieren, auf jeden Fall bei solchen Matchups. Definitiv. Und ich glaube, so. Longs Mental wird gar nicht so schlecht, denn er weiß, dass er zweimal gestorben ist durch Missinputs, ne? Und das, ja, ja. Das gibt einfach. Oh mein Gott, diese Gyro-Kombos. Ja. Die geben mir. Ehrlich. Ja, man, da wird es mal ganz schnell lassen, wenn ich das schon sehe, aber auf jeden Fall. Das war der Cowboy übrigens, der killen kann. Ja, das war der, genau. Ja, der dicke Weiße. Quasi. Okay, verstehe, ja. Stimmt, die von denen sagen viel alle dick so ein bisschen. Ja. Bisher ein relativ even Game hier. Ja, das ist schon der Kid, der haut so nach oben und kommt irgendwie. Ja, genau. Genau, da hast du diesen Hits dann. Okay, oh, Long wieder schon wieder die ganze Zeit näher ist hier. Auf jeden Fall musst du da aufpassen, dass er da nicht gecatcht wird. Aber das tatsächlich, übrigens konnte man auch gerade sehen, ziemlich schön, denn mit dem Gyro kann man die gegen die Projektile von Duckhand gewinnen, wenn man sie richtig wirft. Zum Beispiel, wenn die Frisbee geworfen wird. Dass man dann vorher den Gyro reingeworfen hat, dann explodiert die in Duckhands Gesicht. Ne? Das stimmt, also der Gyro ist schon so ein Stück Hazard vor Duckhands Nase und das ist so, glaube ich, das Main-Ding, was man so im Zoning-Game mithalten kann. Mhm. Aber wie gesagt, sobald Duckhand denkt, yo, schnapp mal diesen Gyro, dann wird Falsche Prozente gesehen. Ja, ja. Bei 100 wäre er, glaube ich, eventuell gestorben. Nee, also wenn er gut ist, die einlegt, dann auf jeden Fall nicht. Aha. Aber bei schlechten ja auf jeden Fall, also doch darf ich mit schlechten Jahr sterben können, ich weiß nicht ganz genau. By the way, wie ist es eigentlich mit dem DI-Cross-Ups? Kann man das gut erkennen? Noch nicht viel. Ah, es ist sehr, sehr weird, muss ich dazu sagen. Also ich komme selbst nicht drauf klar, was DI muss. Es ist ein bisschen so bis auf der rechten Seite am Ende, der ist nach links quasi. Ist auf der linken Seite, der ist nach rechts so ein bisschen und du kannst auch so ein bisschen SD ein oder kannst auch so ein bisschen deinen Drift abschätzen. Also es ist sehr variabel, wie es auf jeden Fall abläuft. So. Und nichtsdestotrotz hier haben wir auf jeden Fall ein Even Game hier. Ist auf jeden Fall so ein Back and Forth. Und was auch sehr interessant ist auf jeden Fall auch so, dafür, dass es so ein Sauna-Matchup ist, was eigentlich so bekannt ist dafür, sehr langweilig sind, also für die General Audience, sehen wir auf jeden Fall hier viele wilde Interactions auf jeden Fall. Auch hier der Boxer gegen den gegen die Can einfach schlägt ihn erstmal direkt zurück zum Absender hier. Und, Up-Tip. Oh, er wartet auf den Air-Dodge. Das war schön, das war sehr schön. Oh, jetzt kann er einen guten Edge-Guard. Ja. Ja, das war das Problem. Er hat ihn so leicht gebodyblockt, deswegen kam er so auf der Stage. Und diese Up-Hit, das ist halt richtig eklig. Er hatte auch leider einen Move gedrückt, Squirrel, deswegen konnte er nicht Air-Dodgen. Also ja, das war halt sein Trick, um so ein bisschen dieses Reversal zu machen, mit dieser Up-Hit so. Aber ist halt leider, wie gesagt, nicht hingehauen, weil er einfach nicht zur Stage kam durch Longs
kranken Körper hier auf jeden Fall. Genau, was die meisten Leute auch nicht wissen ist, kannst du nach ca. 50 Frames wieder bewegen, nachdem er Abi gedrückt hat. Ach, 50, das heißt, okay. Ja, das heißt, er kann Up-Air drücken, er kann Air-Dodge drücken, ja. Aber wie man gerade gesehen hat, er kann danach nichts anderes mehr machen. Das heißt, wenn er dann, sagen wir mal, im Endlag von Up-Air ist, dann kann ich danach direkt wieder... Das ist schon, das ist ziemlicher Käse. Und Longy Dash-Tech VR, klassische Rob-Combo, hat auf jeden Fall jetzt gerade einen netten Lead auf jeden Fall. Also, er hat die meisten Stocks lange überlebt, also wird er wahrscheinlich diesen Stock ganz gut überleben, außer jetzt Skrill macht hier irgendeine Magie. Skrill ganz, ganz patient gewesen, ganz, ganz patient. Es hat nicht overcommitted, keine Lust gehabt, jetzt noch mehr Prozent zu fressen bei dem letzten Stock. Auf jeden Fall Skrill, ein ruhiger Mensch auf jeden Fall am Start. Und oh, ja, schöne Abwehr. Er hat ganz genau darauf gewartet, die Abwehr. Das ist eines der Main-Kill-Tools, die so Duckhunt hat, so diese Abwehr mit diesem Schnabel von Donald hier. Den definitiv. Goofy und Donald. Ja, Mann. Auf jeden Fall, also passt zum neuen Kingdom Hearts auf jeden Fall. Also bis zum Charakter. Shoutouts an Floyma, der sich auch direkt den Skin geholt hat. Oh, jetzt schöne Kombo. Oh, ja, ja, ja. Und Skrull arbeitet sich hier ins Game zurück. Und muss man auch und da wurde der Hut abgesetzt hier mit dem Gyro. Das auch übrigens eine ganz, ganz schlimme Sache. Die Gunmans, je nachdem welcher Gunman es ist, vor allem der mit den schwarzen Klamotten, ja, die bleiben ewig auf der Stage. Und das killt es tatsächlich. Aber er hat doch die alt wie so eine Kartoffel, also der wurde direkt zum Mond gesendet gefühlt. Ja. Der lässt sich auch nicht so viel machen, aber auf jeden Fall hat Long jetzt gut annehmen können, 1-1. Sieht auf jeden Fall gut aus, also, ja. Ich wollte sagen, es wirkt so auf jeden Fall als, es wäre Long hier zumindest fundamentally auf jeden Fall der überlegene Spieler. Bist du dir sicher? Ich finde eigentlich, also ich finde, dass die beiden recht even sind so. Also ich habe gegen Skrill, ich habe das Duckhunt-Matchup jetzt auch ein bisschen mit Tikito gespielt und so. Und wenn man dann gegen Skrill spielt, merkt man einfach, dass Skrill auch ein sehr guter Spieler ist. Also ein sehr guter Fundament. Also ich sag jetzt nicht, dass er kein schlechter Spieler ist oder sowas. Ich denke einfach, Long von seinem Fundament ist halt nochmal ein Stück besser als Skrill. Aber da hat Skrill den Vorteil, er kennt das Matchup halt. Ich meine, der Typ spielt gegen Rob wahrscheinlich zum Einschlafen, zum Frühstücken. Ja, Alex und gegen Citro. Ja. Wer kennt's nicht? Du packst dir deine Bowl mit so ein bisschen Reis rein und das erste, was du siehst, ist ein Rob Main. Wer träumt nicht davon? So ist es. ich bin gespannt, ob die Kategorie Jump gecatcht? Ja, aufpassen. Er kann sich verteidigen. Ja, er zu spät mit der Downer leider. Das Problem ist auch, dass die Can halt, weil sie halt ein bisschen über ihm war, hätte die Downer Hitbox auch quasi erstmal kurz gestoppt, bis er an der Edge gewesen wäre. Das hat gut gemacht, der Squirrel. Ich bin gespannt, ob die Theorie, die du gerade hast, ob die nachher richtig ist, weil das wird man jetzt vor allem sehen, wie die Adaptions kommen. Es steht jetzt 1-1 auf jeden Fall. Set. Und dann gucken wir mal, wer von den beiden dann nachher sich jetzt quasi Player-to-Player besser adapten kann. Das auf jeden Fall. Also ich sehe persönlich so ein bisschen wie eine Match bei Long halt. Aber ich denke, Skrull wird wahrscheinlich so diesen besseren Grund-Gameplan haben wahrscheinlich. Also so, er hat wie gesagt, nein. Fast Attack-Chase auf der Plattform. Ja, ja. Was man natürlich machen kann, ist halt, man kann auf Reaction-Tech-Chase mit Up-Tilt gehen und dann to Up-Air. Aber das ist manchmal immer so eine Geschichte halt. Ja, er wollte ihn einfach jetzt direkt killen und genau, er hat auf jeden Fall gut gehabt. Genau, er wollte ihn einfach mit der Düse direkt wegschlagen, aber wie gesagt, ist halt auch mal so ein Turnierding. So, manchmal hat man einfach die Nerven so, dann, oh mein Gott, hat er wieder zurück zum Absender gesendet hier. Ja, Schaut jetzt an die DL auf jeden Fall. Ich finde, Long kommt eigentlich gut in den Matchup klar bisher. Ja, auf jeden Fall. Also er macht nichts Dummes auf jeden Fall. Er spielt sehr ruhig und schaut, was er machen kann. Oh, das war schön smooth mit der Cat auf jeden Fall. Definitiv. Hat ein paar Edgecuts jetzt ausprobiert. Ist aber nicht erfolgreich gewesen. Und ich glaube, er hat den letzten paar Edgecuts einfach aufgegeben. Hat Stage Control gehalten. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Strategie. Oh, und das, ich weiß nicht, ob er schnell rausmachen kann. Ja. Das war eigentlich das Mix-Up, so wenn er... Wenn er so ein bisschen zu mittlerem Mash hat, dass du einfach Abwehr machst, das covert dann einfach alles. Ja. So. Und jetzt, wenn Long ein bisschen überlebt in diesem Stock, dann ist es wieder sehr schwer für Squirrel. Ey, stimmt, ja. Long, er hat so viele Prozent. Das ist ja, aber es ist schon. Also, ja. Duncan hat halt wirklich einfach auch Killproblem. Das heißt Killproblem, aber er baut Erection sehr schnell Prozente ab, aber es ist schwer für ihn dann den Killing Blow zu finden. Ja, ja. Oh, aber da merkt man zumindest. Also vielleicht hat Long nicht mehr die Practice-Match, aber er hat auf jeden Fall die Theorie und die Nähe. Das war wieder so eine Long-Winner-Disadvantage, die ihn leider den Stock gekostet hat. Ja. Ah, ich finde, es ist ja ein sehr, sehr schönes Set zwischen den beiden. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine schöne Dynamik so. Mhm. Beide spielen sehr kompetitiv gegeneinander und man sieht auf jeden Fall, die Jungs haben Bock zu ballern. So, das sieht man auf jeden Fall. Und ich finde bisher, also was bei Squirrel auch sehr schwer ist, ist so sein Canplay ist extrem komplex, finde ich. Ja, Mann, das ist sehr, sehr viele Mix-Ups drin, man muss immer sehr, sehr viel aufpassen, wenn man gegen ihn spielt. Und wenn Long es schafft, sag mal, mit den Mix-Ups irgendwann richtig gut klarzukommen, dann bin ich mal gespannt, weil die Duckhunts, es ist leider ein bisschen so, dass man halt auch immer ein bisschen carried davon, dass die Leute das Matchup nicht so gut kennen. Ja, das auf jeden Fall. Uiuiui. Oh, ja, das war auch schon mit den... Oh, die... Oh, die...
Das hätte fast gut geschmeckt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, ja. Er kriegt den Grab. Oh, er macht den. Aber die kennen, ja. Oh mein Gott, hat Long gut reagiert. Ja, ja, ja. Das war, das hätte ganz übel ausgehen können hier. Ja. Ja. Und jetzt die Pressure wieder von Duckhand. Was, was ich finde, was Long jetzt besser macht, er wird nicht mehr so sehr in der Corner gehalten. Er kommt immer besser raus. Ja, auf jeden Fall. Also er adjusted auf jeden Fall. Das Ding ist halt, was auch so richtig malig an Squirrel zu so Camping Games so. Er blockt jetzt so Positioning teilweise, was du halt machen kannst. Und dann ist er da so eine Mauer einfach mit seinem Kram. Ja, hinter ihn eigentlich. Ja. Aber der Gunman, der nicht killt halt. Also da hat er, glaube ich, ein gutes RNG gehabt auf jeden Fall. Oh, jetzt ist der Gunman, der killt. Das ist der Gunman, der killt. Ja, aber, da war Long ein bisschen gierig sein auf jeden Fall. Der gute Berliner, der so kennt man ihn. Und man muss auch wirklich sagen, also ich habe jetzt auch wirklich viel gegen Squirrel gespielt und der Mann, wenn du ein bisschen gierig wirst, der Mann ist sofort da. Der wartet nur die ganze Zeit drauf, dass du ein bisschen gierig wirst. Und jetzt sieht man wieder 63%, wo Long ein kleines bisschen den Hit zu sehr gesucht hat. Das stimmt. Aber ich glaube, diese 70% machen gar nicht mal so viel aus, weil, wie gesagt, wir kennen ja Long, der hier schon... Mein Gott! Ja, was für ein Callout. Das war einfach schmerzhaft. Ja, da sieht man so, das Ding ist halt, Long hat eh schon so bis zu 100% überlebt. Also theoretisch hätte er noch so 70%, mit denen er 60%, mit denen er arbeiten könnte, so, weil ich meine... Also, es kann halt einfach so noch weitergehen. Ich auf Deutsch, so gut auf Englisch kommentieren. Sollen wir eigentlich auf Englisch kommentieren? Ey, stimmt. Eigentlich egal, wir müssen nach dem Set machen wir, wechseln wir auf Englisch. Ja? Ich, da sind auch Englische Leute, die zu gucken. Ja, true, ja. Können wir eigentlich machen. Solange alle Leute Englisch verstehen. auf jeden Fall zurück zum Set. Squirrel wieder mit einem guten Lead, aber wie gesagt, braucht doch bestimmt noch 30-40%, bis er dann auch mit der Can killen kann, was dann wiederum besser, einfacher ist für ihn zu killen damit. Was die meisten Leute übrigens nicht wissen, je mehr die Can von Duckhand angeschossen wird, desto stärker wird sie. Das heißt, so eine Can ist relativ schwach. Aber eine Can, die jetzt ist, die würde schon killen. Ey, diese Toxic Goofy Matchup Insider, die kriegst du auch nur hier im Cinnabar Stream. Also so Leute, wenn ihr irgendwo diese Insider kommen wird, dann abonniert einfach den Cinnabar Stream. Anders geht's einfach nicht, kann ich sagen. Aber auf jeden Fall, abseits davon, so, es ist wieder ein sehr knappes Match. Long immer noch 30% geführt. Jetzt ist quasi Last Hit fast. Ui, ich gebe Long noch 20%, dann fängt Last Hit an. Okay. 5%. Nächstes Hit und dann fängt Last Hit an. By the way, es ist noch 2 Minuten drin, also Fleischte. Und Upsmash. Er geht für den Upsmash, war klar, muss er machen. Ja. War auf jeden Fall mächtig. Oh, der Champ. Oh, was die Becke! Er hat den Killscreen bekommen mit dem, dass er oben runterfällt. Deswegen ist er nicht gestorben vorher. Er ist für die Bäcker gegangen, er ist nach oben gestorben, aber hat die Animation, den Starfall Long hat Long hat gerade 20 Jahre seines Lebens an Glück verloren. Ja, oh mein Gott. Also Long, nächstes Mal geh nicht ins Casino, das wird nicht gut enden, nachdem das hier passiert ist auf jeden Fall. Ganz Glück für die 20 Jahre aufgebaut. Das hast du mich aufgebaut, ja. Meine Güte. Ey, aber das war unfassbar, 2-1 für Long. Das war ein wichtiger Win auf jeden Fall. Und jetzt denkt er sich so, yo, wenn er jetzt verliert, hat er nämlich auch Counter-Big-Forter. Und das ist das Ding. So, das heißt, er kann hier auf eine kleine Stage forcen, so. Ja, ich glaube, sowas wie Smashville, das könnte für Rob extrem gut sein, wegen der guten horizontalen Coverage. Deswegen, er hat jetzt die Wahl zwischen Smashville, Small Bear und FD. Und FD ist halt auch gut, also, naja, was heißt, gut, aber es kommt drauf an, wenn Advantage gut spielt gegen Duncan, ist es gut. Wenn er halt nicht confident ist, so Disadvantage und so weiter, dann ist es eine Geschichte. Apropos Duncan Matchup Knowledge, wenn man die Can trifft mit etwas, und dann gehört sie quasi dir. Und was Rob auch machen kann, ist, mit dem Laser zum Beispiel die Can angreifen. Und dann gehört sie ihm und er kann sie zu ihm rüberschmeißen zu Squirrel. Weil selbst wenn Squirrel die dann wieder anhaut, springt sie nur zu Squirrel selbst. Das heißt, man kann oftmals die Can, wenn sie vor einem liegt, für sich selbst gewinnen oder zumindest disablen für Duckhunt's Usage, indem man sie leicht angreift mit irgendeinem Projektil. Das kann Long vielleicht abused, wenn er es weiß, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich insane, was du hier für Matchup-Notizen hier rausholst. Also willst du uns gleich schon deine Notizbuch hier rauszeigen, so die Cam halten? Wir machen es gleich mal on Stream dann. Ja, aber die ganze Notiz. Das war wild, yo. Oh, ich höre Leute schreien. Ja, das ist Dark Thunder gegen... stimmt. Gegen Andres. Oh, auf jeden Fall auch ein interessantes Set, ja. Aber wir sind hier in Game 4. Das stimmt. Game 4 auf jeden Fall. Long auf jeden Fall hat immer noch seine 40-50%, mit dem er auch spielen kann auf jeden Fall. Squirrel nicht mehr so viel, er ist ja mal relativ früh gestorben, weil er einfach ein Stück Duckhunt ist, so. So ist es. Ja. Das Ding ist, was Squirrel mag die Stage PS2 eigentlich sehr, sehr, sehr gerne. Also einfach, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt Duckhunts allerbeste Stage ist, also es ist so ein bisschen Comfort-Pick, so wie bei den Samus-Spielern. Nice, ja, also PS2 ist immer so ein Comfort-Pick für viele Leute, vor allem. Oh, das war witzig. Er hat glaube ich, irgendwie diese... Ah, das ist, was er geschildert hat. Der Abschnitt hat sein Schild getroffen, dann ist die Cat explodiert und dann ist Long explodiert. Oh mein Gott, das ist... Das, können wir kurz darüber reden, wie viele Gehirnzellen... Oh mein Gott. Ah, Junge, da spielt 10 Jahre gegen Rob und ein paar Kartoffeln, die Eier, aber das passiert mal wegen diesem Charakter. Also, so... Ich meine,
das DI, das so komisch da, dann nehme ich es ihn nicht mal übel. So. Oh mein Gott, der Erdrutsch, nein! Nein, no, der Dead Show. Aber egal, er hat noch einen Counterpick, das ist alles easy drin. Er hat noch einen Counterpick, genau. Das stimmt. Aber das Ding ist auch, Rob hat auch mal die Möglichkeiten, so gute Comebacks zu machen, indem er einmal eine Gyro-Combo und dann Chock. Der gute Sinto, der auch hier ist, der ist auch ein bisschen bekannt dafür. Der macht ja immer so, der ist ja so hinten dran. Dann macht er so eine Combo, du bist offstage und dann bist du auf einmal tot. So. Und ich glaube, Long wird auch bestimmt auch so einige Sachen hinbekommen, als Rob vor allem. So. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja. Der SSP Alex ist ja auch, der auch bei ihm beim Long quasi im Team ist. Ja. Ist ja auch so ein Fan von solchen Zero. Das stimmt, ja. Der ist ja wirklich ein Lab-Monster. Apropos Lab-Monster, mal schauen, ob der Long vielleicht hier ein paar Lab-Kombos vielleicht noch auspacken wird gegen Ende des Sets. Hat auf jeden Fall den Jao schön weggeschossen hier. Oh, die Backer, oh, die. Ach, mein Gott. Oh, Long ging für die Side-B, dann offstage. Oh, Stage-Spike. Da fehlen dir sogar die Worte, ne? Da fehlen wirklich die Worte, da kommt das Listen einfach von vorne und hinten auf jeden Fall. muss so viel Braincells verwenden hier in dem Matchup. Wo man gerade von Alex spricht, der ist ja gerade hier. Ja, hey, Alex, grüß dich, grüß dich. Ich hab alles frischbar. Oh, das war ein Uptit. Ich glaube, das ist Mixer, wenn der Gegner halt sehr schnell masht, dass du ihn genau irgendwie treffen kannst. Ja, ja. So, ich bin gespannt, aber bisher sieht's gut aus für Long. Er kriegt's ganz gut zurück und jetzt die Ken auch nicht mehr da. Oh, schönes Mix-Up von Skrull. Man gibt Jump-Get-Up into Gyro-Wurf. Ja. Und kommt wieder so on stage. Oh. Und jetzt fischt Long ein kleines bisschen. Ja, das heißt verständlicherweise. Oh, schießt ihn in die Ken rein. Das war schon witzig. Oh, er killt ihn mit dem Up. Okay, und jetzt sind wir wieder im Game fast. Das nimmt. Ich wollte gerade sagen, also jetzt gerade. Ja, ist ungefähr even, würde ich sagen. Ist ungefähr even auf jeden Fall. Ja, denke, interessant, dass Long das noch zurückgebracht hat von einem One-to-Stock-Ding quasi jetzt. Also da hat. Arbeit reingesteckt. Auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall gut durchgezogen. Ich meine, es war auch die Laser-Usage, die sehr schön war. Das, was du ja gesagt hast, er schießt so diesen Laser da rein und dann nimmt er so diese Dose für sich für den Anspruch. Genau, so. Und genau. Und dann nutzt er das so ein bisschen so und seine Stage-Programm anzogen. Also genau wie das jetzt gerade eben. Ja, genau. Und das Ding ist auch, wenn der Laser zum Beispiel, selbst wenn Duck hat davor steht, von dem Laser getroffen wird, dann trifft der Laser trotzdem noch, weil es ja transcended ist, die Tin und dann wird er von beidem getroffen. Oh mein Gott, er ist offstage. Oh, ja, das könnte. Oh mein Gott, er kommt wieder. Oh, stark, das war klatsch. Aber jetzt. Oh mein Gott, Upsmash. Ja. Oh mein Gott, er macht's nicht. Ja, das war schon wieder das Mix. Oh, Skrull schon wieder offstage. Oh mein Gott. Und kann er wieder mix-upen, kann er mit. Oh, er mixt. Oh, er ist so. Oh mein Gott, das war's. Da hat man gekriegt, der ist so lange erleichtert. Also das war ein schönes 3-1 für Berlin auf jeden Fall. Wenn wir uns daran erinnern, wie das dritte Game gelaufen ist, dann kann er jetzt, und wie das Game gerade gelaufen ist, kann er wirklich erleichtert sein, wie das Set gelaufen ist. Wie sieht eigentlich Longs Bracket jetzt aus? Wen muss er eigentlich jetzt spielen? Ah, er muss jetzt gegen den guten Loser of L. Okay. Loser of L, da gucken wir gerade kurz, wer der Loser of L sein wird. Vielleicht die Regie kann für uns kurz rausfinden, gegen wie wir das spielen müssen. Ich glaube, die Regie muss gleich erstmal kurz was für ein Bracket eintragen. Aber okay. Wo ist L? Oh, Lancelot und Meru. Oh, okay. Schön. Das wird ein schönes Set auf jeden Fall. Übrigens, dann nochmal, ich habe gerade eben noch im Chat gesehen, kurzer Shoutout an den Tuni, den habe ich auch gesehen. Mhm. Sehr, sehr guter Falco-Spieler aus Österreich. Und sehr netter Kunde. Ich habe mich gerade richtig zurückgelehnt, Simon. Jo, okay, auf jeden Fall. Da sind wir wieder, das Toxic Commentator-Duo. Sogar frisch rasiert heute fürs Commentary. Meine Güte. Ja, siehst du mal, man bemüht sich hier auf jeden Fall. Mhm.